Serge Gnabry ist wieder da. Die verpasste EM abgehakt. Der Blick geht nach vorn. Zurück in der Nationalmannschaft will er endlich auf seine Qualitäten zurückgreifen. Der 29-Jährige brennt darauf, wieder im Nationaltrikot zu spielen. Ich freue mich extrem, wieder dabei zu sein, viele bekannte Gesichter zu sehen. Es macht immer extrem Spaß und ich hoffe, wir gestalten die Spiele sehr erfolgreich. Ziemlich beste Freunde Gnabry und Joshua Kimmich. Der Kapitän freut sich über die Rückkehr seines Kumpels in die Nationalmannschaft. Ich freue mich für ihn extrem über die Art und Weise, wie er aus der Phase gekommen ist, wie er jetzt auch bei uns bei Bayern performt. Er hat sich sehr verdient, hätte auch schon beim letzten Mal dabei sein können, weil er eine Top-Vorbereitung gespielt hat und auch einen Top-Start in die Saison hatte. Deswegen freue ich mich, dass er jetzt wieder dabei ist und ich bin davon überzeugt, dass er auch wieder wichtig für uns sein wird. Verletzungspech, verpasste Heim-EM und immer wieder im Gespräch als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Für Serge Gnabry war der Sommer eine einzige Achterbahnfahrt der Gefühle. Jetzt aber ein Comeback zur perfekten Zeit. Ich werde im Training Gas geben, werde zeigen. Ich bin gerade, denke ich, in guter Form. Und wie gesagt, irgendwo ein gesundes Selbstbewusstsein daran, dass ich hier schon lange dabei bin, auch ein großer Teil der Nationalmannschaft bin gewesen bin in den letzten Jahren und das auch weiterhin sein will. Gekommen, um zu bleiben. Serge Gnabry ist zurück in der Nationalmannschaft.